So, und damit herzlich willkommen zu ARK Extensions. Heute bauen wir eine Base, Leute. Wir bauen heute auf jeden Fall eine Base. Base Building, Base bauen. Vier Anfänger auf jeden Fall. Ja, ich bin hier noch ein bisschen am Anfang. Ich will hier ein bisschen der Island ein bisschen erkunden, wie ist das, bevor ich wieder richtig anfange mit ARK. Weil, ja, wie gesagt, wie im letzten Video erwähnt, ich habe das erst vor 2 Jahren oder so gezockt. Ja, und es hat sich vieles verändert. Vor allem gerade in Extensions. So, wir fangen jetzt aber an mit einer Base bauen. In einer ganz einfachen Base. Aus Holz auf jeden Fall. Ich will eine Base bauen aus Holz. Ich habe da aber schon einiges hier vorbereitet. Das ziehe ich mir dann gleich mal rüber. Ich habe hier unten schon einiges Holzfundamente und Holz-Dreiecksstrukturen. Ich will auf jeden Fall so eine runde Base bauen. Mal so ein bisschen abgerundet irgendwie alles. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ich würde mal sagen, wir machen das hier so. Hier ist gut, hier ist eine gute Location. So, zuerst mal durch diese Dinger setzen, diese Wood-Holzfundamente. Zack. Zack, 4 so, dann machen wir in Dreieck, machen hier so ein runderes Ding draus. Vorne machen wir das genauso, das gleiche. Jetzt könnte ich hier an der Seite das auch nochmal machen. Das wäre bestimmt eine interessante Sache. Dann machen wir das hier an der Seite auch nochmal. Zack, da haben wir so eine, ja, wie soll ich sagen, so ähnlich blumenmäßig irgendwie, finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall unser Fundament jetzt, Holzfundament. Den Eingang machen wir hier vorne in Sees. Ich mache hier solche blanken Dinger. Viertelwand aus Holz nehmen wir, aber wir nehmen es als Zaun mit. Stellen das hier so als Zaun hin. Zack. Machen das auf der anderen Seite, denke ich mal, könnten wir das eigentlich ummachen. Auf allen Dingern wie so ein Balkon, würde ich sagen, oder? Probieren wir das mal. Ich habe jetzt keinen Plan mehr gemacht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Daraus irgendwas Schickes jetzt zu basteln. Das ist jetzt freie Schnauze, Leute. Ne? Also nehmt es mir nicht übel. Wir probieren das jetzt einfach mal. Setz mal in zweiter Höhe. Weißt du, was wir machen? Wir machen das anders noch. Wir machen das richtig gut. Passt auf, wir haben jetzt hier die Wände. Und wir machen ja bloß hier vorne den Eingang, wollen wir machen. Hier ist. So, wir machen aus den anderen so balkonmäßig alles. So, zack, zack. Das lassen wir. Hier ist dann der Eingang. Hier geht, mach ich dann Treppen hoch. So, zack. So, da haben wir jetzt ringsrum. Hier, so, da haben wir jetzt nämlich so einen Rundumblick hier, Leute. Haben wir hinten Balkon an den Seitenbalkon. Ja, sieht schön aus. Kann man so machen. Was haben wir hier für Treppen? Machen wir die dran. Und dann habe ich gesehen, dass man aus den Teilen hier solche Geländer machen kann. Das ist ganz nice. Ja, zack, machen wir hier ein Geländer. So, was wir jetzt aber noch brauchen, ist eine Tür, Leute. So, genau. Zack, da haben wir hier eine Tür. Das ist schon mal unser Eingang. Das ist schon mal sehr schön. Wir arbeiten hier mit Holzvierteldecken. Ich habe hier noch 2 Schränke. Dann machen wir gleich mal die Inneneinrichtung. Kann man denn hier draußen hin machen? Das wäre ja übel geil, oder? Da habe ich jetzt den Ofen hier draußen. Das ist ja auch geil, oder? Und dann dazu können wir nämlich hier den Stuhl hinmachen. Ey, das ist cool. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich hier noch eine Bank. Eine Bank, wo machen wir die Bank hin? Die Bank können wir ja eigentlich auch hier so hinmachen. Können wir gut aufs Meer gucken, auf jeden Fall. Und ich habe 2 Schränke. Inventory, ihr wisst Bescheid. Die stellen wir auf jeden Fall hier hin. So, einen da und einen da. Kleines Einraumhaus. Kompass da. Wir werden ja später bestimmt hier Wasser zapfen müssen mit Rohren, dies, das, um uns ein Beet zu bewässern. Ein Beet wird jetzt nicht reichen. Das kommt dann hier noch rum. So, jetzt haben wir noch eine Kochstation. Kann ich tatsächlich, Leute, mit hier hinstellen. So, Leute, ich mache die Leiter jetzt mal hier drinnen hin. So, passt auf, dann nehmen wir hier die Leiter. So, zack, dann sind wir nämlich oben. Hier bauen wir uns nämlich einen Dachboden. Zack. So, da haben wir nämlich hier ein Dach. Das gefällt mir auf jeden Fall. Habe ich nämlich auch vorbereitet. Ist das nicht geil? Alles da, alles ist da. Zack, machen wir nämlich einen Dachboden, Leute. Haben wir einen Dachboden, Leute. Ein Haus mit Dachboden einfach. Heißt, wir können hier oben jetzt noch diverses anderes Zeug bunkern, wie Truhen, bla, was auch immer. So, machen wir hier noch solche Dinger dran. Und in die Mitte eins. Wie so eine kleine Überdachung. Dann kann man nämlich hier sowas hier machen. So, das sieht da schon viel geiler aus. Da habe ich jetzt hier hinten raus so ein offenes Ding. Wir gucken mal, wie das von drinnen aussieht. Da haben wir nämlich hier sowas, ja. Können wir wieder hier das nehmen. So, da haben wir nämlich jetzt hier sowas. Da machen wir nämlich so, ja. Machen wir das schräge Strohdach hier drauf. Ah, diese snappen immer, oder? Das ist Wahnsinn bei ARK manchmal. Hilsa, denkst du, bist richtig, willst snappen. Hopp, wechselst auf einmal die Position und du drückst. So, genau. Genauso wollte ich es haben. Vorne wie hinten. Dass es nicht so abgehackt aussieht. Man kann jetzt immer noch ein bisschen was verbessern an dem Ding, aber das ist für mich jetzt so erstmal eine Anfängerbase. Einfach gemacht. Ist ja eigentlich größtenteils nur aus Holz und Stroh. Hat auf jeden Fall Ausbaupotenzial, das Ding. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal so. Das ist meine kleine Base am Anfang. Mal gucken, was wir noch alles so bauen werden und wie ich das Ding weiter
ausbaue. Das ist jetzt einfach nur ein kleines Grobding. Man kann ja noch so viel dran machen. Ist erstmal ein kleiner Anfang. Meine kleine Base am Strand. Kleines Häusel, klein aber fein. Wir werden auf jeden Fall noch andere Dinger bauen. Wenn ihr Bock habt, gerne. Ich bin gerne für alles offen, was man so machen kann. Dies, das. Oder was ich mal, wo ich mal hingehen soll. Oder was ich mal ausprobieren soll in Ark. Ich werde hier nochmal kurz vorstellen. Also wie gesagt, wir haben hier Holzfundamente genommen. Holzfundament-Dreiecke haben wir genommen. Dann haben wir hier die Geländer dran gebaut. Strohdach haben wir gemacht. Die Geländer habe ich hier hinten so als Terrasse. Überall in Balkon mit Rundumsicht. Vorne zwei Fackeln. Ein Geländer hier dran an den Treppen. Treppe nach oben. Hier Kochstation. Da leider Schmelzofen mit. Sieht geil aus. Also von innen sieht das auch geil aus. Hier haben wir eine kleine Bank mit Meeresblick. Schön. Das ist der Ausgang hier. Sieht ja fresh aus auf jeden Fall, oder? Ist Urlaubsfeeling mit den Palmen, die hier so runterhängen. Also mit dem Stroh. Das Gute ist, wir können dann nämlich hier Wasser zapfen für Beet dann. Hier an der Seite mit den Rohren. Und ja, hier oben ist mein Dachboden. Das war's. Wir werden viel bauen. Wir werden erkunden, machen, tun. Mit der Island hier fange ich erstmal an, wie gesagt. Das ist erstmal meine Base, Leute. Das ist das Luxusding auf jeden Fall, ne? Base für Anfänger. Okay. Ich würde sagen, ich hau jetzt erstmal hier rein. Und im nächsten Video werden wir zähmen, Leute. Wir werden zähmen im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Und checkt auch mein Hauptformat ab. Und yo, ahoi.